Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video, herzlich willkommen in Berlin. Und Berlin ist nicht nur dafür bekannt, die Bundeshauptstadt zu sein, nein, auch die Food-Hauptstadt von Deutschland zu sein. Und dementsprechend gibt es hier nicht nur den besten Burger, den besten Döner meiner Meinung nach, sondern es gibt hier auch jede Food-Neuheit zuerst. Kann man eigentlich wirklich so sagen, muss man neidlos anerkennen, auch als Kölner. Und deshalb sind wir heute in Berlin unterwegs und testen drei verschiedene Food-Neuheiten, die in diesem Jahr auf uns zukommen könnten. Ich freue mich sehr darauf, alle drei Sachen habe ich noch niemals gegessen, noch niemals probiert. Legen wir direkt los mit dem ersten Spot direkt hinter mir und essen japanische Soufflé-Pancakes. So, Freunde, wir sind angekommen und ich freue mich wirklich darauf, die jetzt zu testen. Soufflé-Pancakes, ich habe sie selbst schon einmal gemacht. Ist eine Weile her und sie sind mir nicht so super gut gelungen. Und ich glaube, hier kriegt man sie wirklich in Perfektion. Nebenbei noch ein paar Kaffeespezialitäten, aber wir schauen mal gemeinsam in die Karte, wie das bei einem trendigen Kaffee so ist. Mit QR-Code natürlich. Was ich schon mal sehr cool finde, da steht direkt Zubereitungszeit beträgt 25 Minuten, weil Soufflé-Pancakes brauchen einfach länger. Man muss wirklich ein bisschen warten. Es gibt verschiedene Varianten. Wir haben einmal den Earl Grey Boba Pancake, der wirklich mit diesen Bobas, die man aus dem Bubble Tea kennt, serviert wird. Dann Berries and Cream, eher so ein bisschen klassisch. Matcha, bestimmt auch geil. Und Salted Caramel Banana Pancake. Ich kann mich nicht entscheiden, das ist ein gutes Zeichen. Wir nehmen Erdbeeren, komm, in den Warenkorb. Zack, gib ihm. Dazu noch beide einen Kaffee und dann lassen wir es uns schmecken. Seine Milch auswählen, Eis, wow. Das ist wirklich on point. Also diese Website ist sehr, sehr nice. Und du kriegst einen Americano, ne? Ja. Dann schicken wir mal die Bestellung raus und sehen uns gleich, wenn es soweit ist. Oh, dann haben wir die Pancakes. Wow. Krabbe hier hin, ja? Boah, die sehen super aus. Vielen Dank. Guten Appetit, ja. Dankeschön. Da sind sie also. Soufflé Pancakes. Und guckt euch das mal an. Ich glaube, dann weißt du, dass sie gut sind, wenn die so jiggeln. Ist ja krass, wie Wackelpudding. Crazy. Dazu mein Coconut Coffee und Matcha Tiramisu. Und das hier ist einfach wunderschön. Dazu Erdbeerschlagsahne mit so ein bisschen Abrieb von einer getrockneten Erdbeere, denke ich mal. Wo fangen wir an? Du musst schnell reingehen, vor allen Dingen. Ich glaube auch, weil die zusammenfallen, ne? Ja. Wir müssen immer frisch kommen. Das heißt, wir gehen mal direkt hier rein in den Soufflé Pancake. Boah, und die Konsistenz ist wirklich was ganz Besonderes. Man macht das ja so, indem man das Eiweiß schön aufschlägt, sodass es einfach diese Höhe bekommt. Und das ist wirklich luftig hier rein in die Erdbeerschlagsahne. Ich bin so gespannt jetzt. Probieren wir. Alter, ich glaube, es gibt nur ein Wort, was es beschreibt. Wolkig. Himmlisch. Ohne Witz, die sind so fluffig, die kollabieren in deinem, also der Pancake kollabiert so in deinem Mund, wenn du ihn in den Mund nimmst. Und du beißt wirklich auf Luft, auf Wolkenkissen. Ich finde, die sehen so weich aus, dass das so weh tut. Die sind wirklich wow. Guck dir das mal an. Also was ganz Besonderes. Nicht zu vergleichen mit einem normalen Pancake. Nicht ohne Grund sind die Dinger auch auf Social Media überall gerade. Und diese Erdbeerschlagsahne schmeckt wie so ein geiler, ein bisschen auf eine positive Art und Weise künstlicher Erdbeerjoghurt. Dazu noch frische Beeren. Hoffentlich verbreitet sich das. Hoffentlich kommt das auch nach Köln. Das ist ja wirklich geil. Waren deine auch so gut, wie du gemacht hast? Nee, die waren nicht ganz so luftig, vor allem nicht so schön. Höhe ist ja krass, ne? Der ist 5 cm dick. Das hat schon noch diese Pancake-DNA. Es schmeckt schon noch nach Pancake, aber wie so eine total leichte Version davon. Also nicht so, ja, einfach nicht so dicht, weil es ist ja auch so, da ist ja ganz viel Luft drin. Aber schon süß auch eher, oder? Schon süß, ja, schon süß, auch teigig. Du hast so ein bisschen so eine Einote dabei, aber das fand ich auch so, dieses Eiweiß schmeckt man schon ein bisschen. Mhm. Also das ist, finde ich, so das Hauptding, was ich auch von einem reinen Pancake-Geschmack dann abtrennt. Ja, aber wirklich mit den frischen Beeren dazu. Und also diese Schlagsahne ist absolut unfair. Was hast du nochmal genau für einen Drink hier genommen? Das ist ein also mit Kokosmilch, gesüßter, aufgeschlagener Kokosmilch, ein Eiskaffee. Obendrauf haben wir noch so Kokosflakes und einen Löffel hat sie auch noch drin versteckt. Absoluter Sommerdrink. Da kommen die Frühlingsgefühle nochmal auf ein ganz anderes Level. Boah, man schmeckt wirklich vor allem den Kaffee, wenn man trinkt. Und deshalb ist ja auch der Löffel dabei, sodass man sich die gesüßte Kokoscreme nochmal so auf den Löffel nehmen kann. Und wenn ich sage gesüßt, dann erwartet man vielleicht so Pappsüß oder so. Aber es ist so eine ganz zurückhaltende Süße. Super lecker. In dieser Kombination ein Erlebnis hatte ich noch nie. Also ist wirklich geil. Hier gehe ich jetzt auch nochmal rein. Matcha Tiramisu. Ganz easy. So eine Snackportion für nebenbei. Was schön geschichtet, dein Tiramisu. Oben drauf ein bisschen Matcha. Probieren wir. Boah, man schmeckt Matcha schon deutlich raus. Du hast so diese typische, bisschen erdige Note. Schmeckt auch richtig authentisch. Vielleicht gibt es ein paar Spots in Deutschland, die das mittlerweile machen, aber ich glaube, hier ist das schon bei einem der besten. Ey, das ist ein Foodtrend, der soll nicht nur gerne bleiben, sondern das soll es überall geben. Gerade diese Erdbeerschlagsahne, frische Beeren, die Anrichte, bildhübsch alles. So kann es weitergehen, oder? Aber ich glaube, nach dem Frühstück brauchen wir mal was Herzhaftes. Freunde, hinter mir seht ihr den nächsten Spot, Deutschlands erster Maisladen. Hier dreht sich alles um Mais und es gibt ein Produkt, auf das ich ganz besonders gespannt bin, weil das sehe ich seit Ewigkeiten auf Social Media und heute kann ich
ich es endlich probieren. Und hier haben wir auch schon unsere Ausbeute, Corn Ribs. Der Grund, warum wir hier sind, sind wir ganz ehrlich. Die Dinger sehe ich schon seit Ewigkeiten auf Instagram, auf TikTok. Das ist im Prinzip ein Maiskolben, den man quasi mit dem harten Innenteil durchschneidet, sodass sie ja, wie am Knochen sind, deshalb auch Ribs. Das wird getoppt mit einer Sriracha Mayo. Sieht wirklich richtig geil aus, gerade in so einem typischen amerikanischen Fastfood-Körbchen. Kann sich das wirklich blicken lassen. Ich habe diesen Laden tatsächlich schon länger auf dem Schirm, weil ich habe den mal auf TikTok gesehen. Das sind zwei Freundinnen hier aus Berlin, die haben den gemeinsam aufgemacht. Für mich klarer Foodtrend, weil seit einem halben Jahr kriege ich die Dinger nicht von meiner For You-Page weg. Wir gehen einfach mal direkt rein. Dazu haben wir uns... Ich habe das bis jetzt, wo du es jetzt gerade gesagt hast, nicht gecheckt, dass das deswegen Ribs sind. Ja, 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 ja. Das ist ja das Coole. Wie isst man die denn dann jetzt? Na, du nimmst auch das, so am Knochen oder nimmst was? Nimmst das und dann nimmst du das wie ein Rib und nagst das so quasi einmal ab. So. Boah, die Sriracha Mayo kommt sehr gepflegt. Mhm. Für im Prinzip eine bessere Art und Weise, Maiskolben zu essen. Weil ihr seht, dadurch, dass sie so geschnitten sind, kommt man einfach sehr gut an die einzelnen Körner ran. Und muss auch nicht so, kriegt auch nicht so eine Maulsperre, wie wenn man so einen normalen Maiskolben isst. Und der Laden hier heißt Amaze. Es dreht sich alles um Mais. Ist recht eindeutig. Wir haben hier noch Maischips, einfach eine Maisbowl und so weiter und so fort. Und ich muss wirklich sagen, also ich mag das. Ich finde das cool. Ich sehe mich das auch mal im Sommer machen, wenn ich grille. Könnt ihr auch mal ein, oder? Alles gut? Ja. Super. Schmeckt's? Also wie gesagt, wir teilen die so in der Mitte, oben am Strunk entlang. Ja. Und dann verfeinern sie immer mit eigenen Soßen, individuell. Wir sagen immer Sriracha Mayo Beste. Ja, ist wirklich super lecker. Dankeschön. Cool, gerne. Du brauchst das hier noch. Ja, geben wir noch ein bisschen Leim oben drauf. Ich finde, es ist vor allem auch visuell übelst geil, weil ja, es ist besser zu essen, aber es ist jetzt auch nicht groß was anderes als ein Maiskolben. Aber ich finde, es macht einfach was her. Ich finde, das sieht einfach geil aus. Deshalb wollte ich es mal probieren. Ich meine, das ist auch häufig so mit Foodtrends, dass sie nicht das Rad neu erfinden, aber dass man einfach ja, irgendwie so einen lustigen, interessanten, spaßigen neuen Take auf Essen hat. Wie viel kann man zu einem Maiskolben sagen? Ich finde wirklich cooles Konzept. Ich wünsche den beiden auf jeden Fall viel Erfolg. Wir haben aber noch eine weitere Sache bestellt. Das ist jetzt kein unbedingter Foodtrend, aber hier gibt es neben Maiskolben auch Maishähnchen. Schön unnormal geil. Schön buttrig auch irgendwie, ne? Ich weiß nicht, ob die noch Butter hinzufügen. Das wird ja erst gekocht, dann frittiert, aber es macht sehr viel richtig. Oh, das ist richtig geil. Halt mal so ein Chicken hinterher. Was ist das für eine Soße? Chimichurri, Special Chimichurri. Boah, das sieht auch sehr, sehr pervers aus hier. Mhm. Wie man Chicken braucht. Ist gut. Mhm. Ist auch so ein messy Food, ne? Du machst dir die Hände dreckig. Nimm dir auf jeden Fall ein paar Servietten. Maishähnchen, Chimichurri, schön ölig. Ich liebe das Design. Das ist einfach so American. Viel Paprika dran, viel Gewürz. Ist was Besonderes. Ist kein Standard-Chicken. Gehen wir rein hier. Ich stelle mir vor, dass das schwerer ist zu essen als am Kolben. Nein, gar nicht. Nee? Gar nicht. Kommt perfekt runter auch vor allem. Mhm. Weil ich hätte gedacht, dass dieser Mittelteil hier, dass der weicher wird. Aber der ist übelst intakt. Ja. Ist wahrscheinlich voll schwer so zu schneiden. Mais ist ja manchmal übelst hart zu schneiden. Einfach Mais genommen und cool gemacht. Ja, Loki, ja. Das war ein guter Endpunkt. Weiter geht's zum dritten Spot. Beim Café Everything. Und wie der Name schon sagt, gibt es hier einige Dinge mit Egg. Mit Eiern, zum Beispiel das Egg Drop Sandwich, das mittlerweile der ein oder andere kennen dürfte, ist nicht mehr der super neue Foodtrend, aber die haben außerdem Croffles, also Croissant-Waffeln. Zwei Dinge, die ich unbedingt testen muss. Gehen wir rein. Das hier. And then one Bulgogi Egg Drop. Erster Eindruck. Ey, super. Ob es jetzt Cube Croissants sind, ob es Cruffins sind, Croissant Muffins oder eben Croffles, also Croissant Waffeln, ist absoluter Trend und ich freue mich sehr, das zu testen. In der Oreo Black Sesame Ausführung. Das wird geil. Bin sehr, sehr zuversichtlich. Bulgogi Egg Drop hatte ich auch noch nicht. Bulgogi, dieses leckere Barbecue Beef. Lassen wir es uns schmecken. Mamma mia, das sieht doch wirklich wunderschön aus. Ich meine, es fängt an bei diesem Croffle. Ich habe das noch nie gesehen. Es ist wirklich, ja, das ist der Inbegriff von einem Foodtrend für mich. So, es ist etwas, das man sieht und direkt probieren will und man guckt, wo gibt's das und es gibt's mal wieder nur in Berlin. So ungefähr ist das dann bei mir immer. Ja, wir haben einfach ein Croissant, welches wirklich im rohen Zustand, also es sieht aus wie ein Croissant, welches gleich in den Ofen geht, in ein Waffeleisen gegeben wird und dann quasi in so einer Waffelform ausbackt. Man sieht's hier aber ganz schön. Man hat wirklich diesen Bläschenwurf und die Flakiness. Wie sagt man Flakiness auf Deutsch? Keine Ahnung, Flakiness, Alter. Ist so ein geiles Wort dafür. Ich gucke jetzt nach. Flockig, schuppig, lätzchenförmig. Du hast so dieses Plättchenförmige von einem Croissant. Obendrauf eine schöne, süße Sahne-Creme. Ich habe es ja noch nicht probiert. Mit Oreo die Konfiguration. Im Prinzip unser verspätetes Dessert zu dem Mais. Und wir gehen aber direkt mal rein. Ich würd schon auch gerne einfach reinbeißen. Mach. Komm, hier nicht mit Messer und Gabel, so fangen die wir Kombi an. Ist natürlich auch interessant, ne? Oreo mit Sesam. Mit schwarzem Sesam. Von unten sieht man richtig schön diese typische Waffelform. Und ich bin dir ganz ehrlich, so von der Handhabung und von der Optik her ist das mehr eine sinnvolle Ergänzung zu einem Croissant als diese Cronuts oder New York Rolls, weil es halt einfach noch was hinzufügt. Probieren wir. Der Teig ist perfekt durch.
das Croissant ist karamellisiert. Ich weiß nicht, ob die das im Backprozess nochmal mit Honig bestreichen oder so, aber es hat wirklich eine ganz besondere Knusprigkeit. Es zerbröselt schon fast im Mund und wird dann wieder zusammengeflickt von dieser Sahne, die oben drauf aus einer Spritztüte perfekt draufgelegt wurde. Der schwarze Sesam hat so schöne Röstnoten und auch einen ganz, ganz eigenen Geschmack. Boah, das ist wirklich ein Dessert, wie es sein sollte. Also Real Talk, sehr, sehr krass. Ist es mit irgendwas vergleichbar? Ist es so, als wenn du einfach ein normales Croissant essen würdest? Das transformiert das Croissant komplett. Trotzdem auch sehr butterig, das Croissant. Die Süßen, also diese ganze Süße kommt sehr, sehr gepflegt. Und das ist wirklich special, das ist wirklich einzigartig. Komm, das darf man ja eigentlich nicht, was ich hier mache. Mit dem Oreo einmal durch. Das macht sehr viel, sehr richtig. Also ohne Witz, sehr, sehr geil. Aber man kann ja auch eben herzhaft essen. Hier habe ich meinen Bulgogi Egg Drop und es ist prall gefüllt. Wir haben das Bulgogi-Fleisch, mariniertes Rindfleisch. Darunter ein cremiges Rührei. Eine interessante Konsistenz hat. Ich glaube, vielleicht ist das so authentisch. Das ist so Egg-Salad-mäßig. Das ist wie so gekochtes Ei noch mit drin. Ich würde am liebsten mit der Hand wieder reinbeißen. Natürlich auch geil angetoastetes Brioche dabei. Wunderschön prall gefüllt, American Cheese drauf. Und es duftet sehr, sehr gut. Es duftet so wie richtiges Bulgogi. Ich glaube, nichts anderes dürfen wir hier erwarten. Es ist vor allem auch echt authentisch. Das Café wieder. Schönes Design, gemütliches Café, Rainer. Du weißt ja, wie mein Herz für Shiso-Burger brennt. Ne? Ja. Das hat einfach diese typische Bulgogi-Marinade. Da ist ein bisschen Ingwer dabei, da ist ganz viel einfach so, das boostet einfach den Geschmack und bringt ihn so weit nach vorne. Es ist auch mehr als einfach so ein Egg-Drop mit einfach Ei, Bacon, Käse. Wahrscheinlich, oder? Weißt du, was ich mich frage? Also 100%, das ist weit mehr als das. Das ist schon ein runderes Gericht. Aber ich frage mich gerade, warum das hier nicht brennt, das Café? Warum ist hier nicht viel voller? Ich weiß nicht, ob es von der Lage her hier in Berlin einfach nicht so erste Lage ist. Aber es müsste meines Erachtens randvoll sein, weil das ist wirklich special. Das ist so authentisch. Also wenn ihr aus Berlin kommt, dann müsst ihr hier mal vorbeischauen. Ja, diese Mischung. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Rührei dabei ist oder ob das nur dieser Egg-Salad ist. Das Brot sieht auch extrem gut aus. Ich zeig dir mal, was passiert, wenn du da reinbeißt. Das wird einfach alles rausgedrückt, kommt perfekt zusammen. Ja, und auch das Brot, das ist wie bei einem Martins Bun, das Brot bleibt dünn. Und das hat eine schöne karamellisierte Kruste außen. Also das ist wirklich nochmal eine sehr, sehr geile Überraschung zum Ende hin. Ja, also das war wirklich sehr, sehr, sehr interessant heute. Wir haben verschiedene Foodtrends entdeckt, die allesamt eine Daseinsberechtigung haben. Und ich möchte wirklich jeden applaudieren, der sich getraut hat, hier was Neues zu bringen zu uns nach Deutschland, weil alles, was wir heute getestet haben, ich meine wirklich alles, hat seine Daseinsberechtigung. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es sowas auch außerhalb von Berlin ein bisschen früher geben würde. Also wenn es, hau doch hier mal bei uns in Köln was aufzumachen. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Allesamt geile Spots. Hat Spaß gemacht. Hat wirklich einfach Spaß gemacht, mal zu gucken, was alles so Neues abgeht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei. Was war dein Favorite? Ich kann es schwer benennen. Ich fand alles Real Talk, alles geil. Wir hatten unsere Soufflé-Pancakes, dazu ein Matcha-Tiramisu. Danach waren wir bei Amaze, hatten diese wunderschönen Corn-Ribs, Chicken-Stripes und jetzt hier das Egg-Drop-Sandwich und die Croffit. Also es ist wirklich eine Vielfalt, die wir heute erleben durften. Ich glaube, ich laufe jetzt den Weg nach Köln zurück, weil ich muss ein paar Kalorien abbauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.